Erst kommt die Butter in die Schüssel. Ja. Und dann die heiße Milch drauf, damit sich das schon ein bisschen auflösen kann. Mhm. Jetzt kommt der Deckel drauf. Mhm. Und dann lassen wir das erst im Stehen, dann kann sich das so ein bisschen erwärmen. Ja. Gut. Und jetzt tun wir da in den Topf heißes Wasser. Da habe ich ein Drahtsieb drin und das muss bedeckt sein. So, ich denke, ist das da. Dann habe ich hier noch so eine Aluschale. Wenn die Form drin ist und das fängt mal doll an zu kochen, in der Mitte ist ja in der Gugelhopf-Form ein Löchlein. Ja. Und wenn das da raussprudelt, das wäre dumm. Dann okay. würde alles weich werden. Und das deshalb habe ich mir diese, das ist so meine Idee. Ja, das ist doch gut. Jetzt lassen wir dies auch schön warm werden. Und dann denke ich, jetzt darf ich dies schon zur Seite stellen, auf den Ofen. Ich tue Zucker dazu. Die warme Butter lässt sich jetzt prima mit der warmen Milch verrühren. Für den Klütierteig nimmt Johanne einen Würfel frische Hefe. Zerkrümelst du die oder tust du wieder so? Ja, wenn ich ein bisschen zerkrümel, dann geht es ja einfacher. Ja. Jetzt gebe ich das Ei hinein. Mhm. So lange, bis das mit dem Rühren aufhört. Wenn du nicht mehr rühren kannst, dann fängst du an zu kleben. Das Mehl wird nach und nach dazugegeben. So. Und da waren die. Schüttest du mir den ganzen Rest da jetzt rein? Oder? Ja, mal gucken, wie viel du benötigst. So viel, bis der Teig nicht mehr an der Schüssel oder den Händen klebt. Ja, ich mag Klütchen gerne, aber Hefeteig ist nicht mein Freund. Der Hefeteig und ich, wir mögen uns einfach nicht und deshalb geht er bei mir auch einfach nicht auf. Und weil es so bequem war, dass meine Schwiegermama mir den immer gemacht hat, habe ich dann auch darauf verzichtet, mit einem Lächeln im Gesicht diesen Klütchen zu machen. Aber es kann ja nicht schaden, wenn man weiß, wie es geht. Ruhig machen. Boah, es spritzt. Oh, der kann das auch gut ab, wenn er mal ordentlich richtig von oben rein. Das Donnerwetter. Mache sehr gerne. Und naja, ich schlage Luft rein. Der Hefeteig, der soll richtig weich werden. Und wenn ich ihn ordentlich schlage, so viel mehr Luft kriege ich da rein. Und wenn er richtig schön weich ist, so viel besser geht er auf. So, und hinein, Onkel Otto. Und du drückst den dann auch so ein bisschen an. Ja, so ein bisschen andrücken, das darf wohl. So, jetzt nehmen wir den Topf, der ist jetzt auch lecker warm. Die Klütscheform, die hat... Oben ist nicht offen und dann gibt es da einen Deckel drüber, den man richtig mit Klammern schließt. Aber er könnte ja auch mal höher werden. Mir ist dies lieber. Ich kann dann reingucken. Das finde ich immer so praktisch mit diesem Loch. Kann ich das so fallen lassen. Ja. Und der Deckel drüber. Mhm. So, und jetzt ist er schön, schön eingepackt. Eingepackt. Und dann kann der Klütschi erstmal aufgehen. Ja, und wenn er aufgegangen ist, dann stellen wir erst den Ofen an. Der Teig muss jetzt etwa 30 Minuten in der gefetteten Form gehen. Anschließend wird er in der Gugelhupfform im Wasserbad eine gute Stunde bei mittlerer Hitze durch den aufsteigenden Dampf gegart und darf dabei auf keinen Fall mit dem Wasser in Berührung kommen. Der Klütschi hat bei den Habinas eine besondere Tradition. Seitdem wir verheiratet sind, bekommen wir jede Woche am Mittwoch den Klütsche. Und das war für mich immer ein Leibgericht und es ist nach wie vor. Darum wurde ich gebeten, als wir geheiratet haben. Das fand ich so langweilig. Man kann doch nicht jede Woche Klütsche machen. Dann bin ich angefangen mit Dampfnudeln oder mit Hüdel so auf Birnen und im Topf kochen. Und dann sagte er, zum Donnerwetter, wann kriege ich jetzt endlich mal meinen richtigen Klütsche? Und seitdem machen wir den einfach so. Klütsche isst man auch deftig, mit Zuckererbsen und Speck. Aber die Habinas mögen es gern süß, mit Obstkompott und Vanillesoße. Die nicht von Oma verrückt. Als ich klein war. Als du klein warst, ja. Da schmeckte diese Vanillesoße mit Birnensaft besser als jetzt. Nein, als du klein warst. Ich kann mich erinnern. Das ist gar nicht so lange her. Als ich klein war, ist das schon länger her gewesen.
Das weiß ich auch, Papa. Doch. Also der Klütsche ist total super geworden. Schmeckt nicht nur lecker, sieht auch noch gut aus. Danke. Danke.